Der Autor von Bitoku und von Zabika hat ein neues Spiel herausgebracht, und zwar Menefer. Der altägyptische Name für Memphis, lange Zeit Hauptstadt des Ägyptischen Reiches. Und wir wandeln hier ein bisschen auf den Spuren der alten Ägypter. Ihr wollt ja auch immer so ein bisschen thematisch abgeholt werden. Tatsächlich kann man hier auch schon gleich relativ viele Spielkonzepte durch das Thema und das, was man hier so macht, erklären. Denn wir haben hier oben den Bereich mit der Feder und dem Herzen. Im Spielverlauf starten die beide ganz am Rand und wir wollen hier so ein bisschen den Ausgleich finden, den Segen der Götter, ne, der Abstand zwischen beiden. Jetzt müsste halt die Feder das Herz noch überholen. Das wären gerade 2 Minuspunkte für Karl. Ich habe jetzt hier schon das Herz mit der Feder überholt. Das heißt, ich bekomme dafür dann 2, 4, 5 Pluspunkte am Ende, und Karls Ziel wäre es jetzt natürlich auch noch, das Herz weiter zu bewegen und die Feder weiter zu bewegen. Das ist so, ne, ein Aspekt des Spiels, der direkt mit dem darunter liegenden verbunden ist, den Papyri, wo wir quasi unser Leben festhalten und womit wir dann auch einen Nachweis haben, was wir so im Leben erreicht haben. Da haben wir eine Auslage auf unserem Board, wo wir die sammeln können. Und immer wenn man so einen Papyrus bekommt, legt man den einfach hier hin. Man schreibt die Texte quasi aneinander. Wenn auch noch die Symbole hier passen, ist das gut, weil ich gehe nachher 1, 2, 3, 4 Schritte auf dieser Leiste mit meiner Feder. Und wenn ich hier so passende Symbole habe, gehe ich nochmal ein Symbol extra. Aber hier, ihr seht schon, das wird immer teurer, wenn man hier weitere Papyre hinlegen will. Der erste kostet gar nichts. Später kosten die dann immer mehr, nur um sie da hinzulegen. Und um sie hier wegnehmen zu können, muss man auch Hera die Glaubensressource ausgeben. Also, ne, das ist gar nicht so günstig, in der Gunst der Götter aufzusteigen. Was wäre ein Ägyptenspiel ohne Mumien? Auch hier können wir dann mit manchen Aktionen die Mumien erstmal einbalsamieren, sie quasi für die Bestattung vorbereiten. Und nicht jeder konnte sich eine Pyramide leisten. Mastabas waren auch quasi Vorformen von Pyramiden. Hier können wir dann eben die einbalsamierten Mumien auch bestatten. Na, je nachdem, welchen Level wir erreicht haben, das gucken wir uns gleich an, können wir sie halt in der entsprechenden Spalte bestatten. Wir bekommen dann halt sofort die Belohnung dafür, also wieder Glaubenspunkte oder halt Herzpunkte für die Leiste da oben. Und dann haben wir hier halt immer, ne, so verbundene, wie man das zum Beispiel von Razor Machine kennt, von diesem Mastaba-Plättchen. Wenn ich jetzt hier ein Begräbnis durchführen würde, würde ich einmal die Vorteile hier bekommen und dann halt den Vorteil und den Vorteil. Entsprechend der Stufe könnte ich das dann in Kombination dreimal machen. Nur wenn ich die Mumie hier begraben würde, würde ich halt den und den Vorteil bekommen. In dem Fall auf Stufe 3 dreimal in beliebiger Kombination. Plus man sieht hier am Rand auch nochmal so Punkte. Hier würde man jetzt 2 Punkte bekommen. Sprich, auch da würde ich dann die Kombination am Ende bekommen. Das heißt 0 und 2. Die Mumie hier wäre einfach 3 Punkte wert. Jede Mumie, die hier liegt, werden halt die Kombination 2 Punkte und 1 Punkt, also 3 Punkte wert. Also da kann man auch nochmal gut Punkte am Spielende machen. In unserer ersten Partie hatten wir so 77 und 68 Punkte. Also kein Spiel, das einem mit Punkten jetzt total zukleistert. Und was wäre ein Ägyptenspiel ohne Sphinxen? Auch die können wir uns mit bestimmten Aktionen hier erstmal freischalten. Und wenn die halt hier sind, dann können wir die nehmen. Und dann haben wir hier ganz viele Felder auf dem Plan, wo wir sie einsetzen können. Hier zum Beispiel, hier können wir sie einsetzen, hier können wir sie einsetzen, hier können wir sie einsetzen. Und dann können wir mal bestimmte Aktionen machen. Man spezialisiert sich hier auf dem Board später auf bestimmte Dinge. Und damit kann ich noch manchmal Geschichten machen, die ich sonst gar nicht gemacht hätte, weil ich mich eben auf die Sphinx-Aktion spezialisiert hätte. Und dann natürlich kein Ägyptenspiel ohne Pyramiden, die wir hier bauen. Wir gehen auf der Leiste hier voran, sammeln dafür Punkte, können ab und zu mal halt an der Pyramide bauen, bekommen da halt entsprechend Vorteile. Wenn wir jetzt das Teil hier legen, können wir uns einen Fisch nehmen und das, wo wir es halt drüber legen, hier nochmal so ein Herzpunkt. Und so wird halt im Laufe des Spiels nach und nach die Pyramide errichtet. Aber ich habe ja schon erzählt, man spezialisiert sich in dem Spiel sehr stark auf bestimmte Aktionen. Und das kann dazu führen, dass so eine Pyramide nicht zwingend fertig wird. Und das ist in unserem Fall passiert. Wir sind, glaube ich, ungefähr so bis hierhin gekommen. Und dann war auch schon Ende. Aber so würde eine vollständige Pyramide aussehen. Und wenn man dann quasi die Spitze draufsetzen kann, kann man sich immer noch 2 von den Aktionen aussuchen. Und dann ist die Pyramide einfach vollendet. Wir haben hier auch noch so Khufu-Pyramiden, die wir auch bauen können. Bei 2 Personen sind die jetzt schon relativ stark fortgeschritten. Und dann können wir hier eben auch nochmal drauf bauen und hier vielleicht noch die Spitze draufsetzen. Und jede Pyramide hier ist immer bestimmten Sachen im Spiel zugeordnet, die wir machen können. Mumien platzieren, Schriftrollen haben oder hier eben diese Gefäße haben. Und wenn wir hier an diesen Pyramiden bauen, dann können wir auch unsere Khufu-Marker hier reinlegen. Und dann schauen wir bei den Wertungen immer, wie viele Marker haben wir hier. Und das nehmen wir mal mit der Anzahl unserer Fortschritte in dem entsprechenden Bereich. Da gibt es auch mehrere, die da ausliegen. Das heißt, das kann in jeder Partie auch wechseln. Und was wäre ein Ägyptenspiel ohne das Haus des Lebens, Priesterinnen, Opfergaben? Die Priesterinnen können hier im Haus des Lebens voranschreiten, können dann hier Opfergaben erbringen mit diesen Tonkrügen und dann kriegen wir dafür auch bestimmte Vorteile. Wir müssen uns dafür erstmal dann hier diese Opfergaben geholt haben. Die Opfergaben können wir dann hier auf unserem Tableau ablegen, wobei wir dabei halt auch so eine kleine Pyramide errichten, und je nachdem, wo ich das Plättchen da hingelegt habe, kann ich eben halt entweder nur die Stufe 1 Aktion machen, wenn ich es ganz unten hingelegt habe, oder auf Level 2 kann ich beide Aktionen machen, oder ganz oben kann ich dann
alle drei Aktionen machen, wobei ich da halt nur maximal zwei Plättchen hinlegen kann. Und wenn die dann eben hier liegen, dann kann ich halt später mit anderen Aktionen sagen, dass ich jetzt gerne hier opfern möchte, die Vorteile dafür bekommen möchte. Und so funktioniert die Mechanik. Ihr seht hier noch dann diesen Orb nehmen. Man bekommt an bestimmten Stellen des Spiels so Orbschritte, den kann ich hier vorgehen, bekomme vielleicht so ein Hera-Einkommen, bekomme Punkte am Spielende. Und manchmal gibt es hier noch diese Flügel, die man überschreiten kann. Die triggern dann wieder diese Gottheit, die hier oben aussieht, wo ich jetzt in dem Fall zwei Schritte mit dem Schiff fahren könnte. Ich meine, hier gibt ein Spiel ohne Nil, gucken wir uns gleich an. Und da ist eben auch das Spannende, da gibt es viele verschiedene Gottheiten, die man halt in jeder Partie austauschen kann, die einem immer ein bisschen andere Sonderfähigkeiten erlauben, wodurch halt auch der Obelisk-Track interessanter wird oder auch nicht. Das heißt, da kann man sich auch so ein bisschen drauf spezialisieren und dann natürlich gucken, dass man mit den Extras, die einem hier gegeben werden, dann natürlich auch dementsprechend arbeitet. Und wie gerade schon angeteasert, was wäre ein Ägypten-Spiel ohne den Nil? Wir haben hier unsere Boote, mit denen können wir hier halt langfahren. Wenn wir halt auf so einem Feld sind, würden wir zwei Fisch bekommen. Hier würden wir drei Fisch bekommen, wenn wir die Boote als Aktion auslösen. Wir können auch hier in diese Häfen einkehren, dann stehen wir halt da und wenn wir dann eine Bootsaktivierung haben, dann können wir sagen, hey, wir hätten hier zum einen gerne einen von den Aufträgen, die da liegen, und wir möchten auch gerne die Aktion machen, die in der Stadt verfügbar ist. Nur das ist halt in jeder Partie ein bisschen anders verteilt. Und diese Aufträge laufen eben so, dass ich mir den nehme. Hier müsste ich jetzt einfach fünf andere Aufträge für erfüllt haben. Oder hier müsste ich 14 Schritte auf der Herzleiste gegangen sein. Das sind jetzt schon Level 3 Aufträge. Die anderen Aufträge sind deutlich einfacher. Hier zum Beispiel Level 1 aus der ersten Runde. Da muss ich nur drei Schritte auf der Herzleiste gegangen sein. Und wenn ich die erfüllt habe, dann sieht man das hier auf dem Spielertableau. Dann werden die eben umgedreht. Ich hätte damit jetzt 2, 4, 6 Punkte gemacht. Den hier hinten, den Dreier, hätte ich nicht mal erfüllt, weil ich hier bei diesen Opfergaben nicht fünf unterschiedliche Symbole habe. Das heißt, die drei Punkte würde ich nicht bekommen. Und wenn wir da mal da hinten bei Karl gucken, dann sehen wir schon, die waren alle umgedreht während der Partie, also in der letzten Runde. Er hat damit irgendwie 17 Punkte gemacht in einem Spiel, wo er insgesamt am Ende 77 Punkte hatte. Das ist auf jeden Fall schon eine Menge Holz. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt Aufträge erfüllen muss, um das Spiel zu gewinnen. Man spezialisiert sich in dem Spiel auf bestimmte Aspekte des Spiels. Bei Karl war es halt die Schifffahrt und da hat er halt in dem Bereich Punkte gemacht. Ich habe mich zum Beispiel auf Mumien spezialisiert und da zum einen Punkte gemacht und auch noch Sonderaktionen durch diese Masterbar-Aktivierung gemacht, dass ich dann eben auch in anderen Bereichen, auf die ich nicht so sehr spezialisiert war, Punkte gemacht habe. Gucken wir uns das mal an. Denn ich habe ja noch gar nicht zum Motor des Spiels gesagt und der dreht sich um diese Lehrlinge und ihre Aktionstabletts. Wenn ich anfange in einer Runde, ist das allererste, was ich auf jeden Fall machen muss, einen von diesen Lehrlingen nehmen. Welchen ist egal, es geht halt nur um das Aktionstablett dahinter, ansonsten sind die komplett gleich. Und jetzt könnte ich halt den zum Beispiel nehmen. Das heißt, ich würde jetzt dieses Aktionstablett hier abhandeln. Und das würde einfach bedeuten, ich kann mir eine Schriftrolle nehmen, ich kann einmal mit dem Boot fahren und kann eine Bootsaktivierung machen. Und nachdem ich die Aktion ausgefüllt habe, setze ich den hier einfach auf der Sonnenseite bei einem dieser Gebäude ein. Diese Gebäude sind immer mit den Tracks daneben verbunden. Das heißt, hier habe ich den Track, wo ich halt eine Pyramiden bauen kann. Hier kann ich halt Mumien einbalsamieren und verbuddeln. Hier kann ich im Tempel, in dem Haus des Lebens Opfergaben darbringen. Hier kann ich mit dem Schiff fahren und hier kann ich dann eben diese Zwingsen bauen. Und je nachdem, wie weit ich da vorangeschritten bin, kann ich das immer ein bisschen besser. Im ersten Schritt, wenn ich quasi mein Aktionstablett benutzt habe und ihn einfach nur hier eingesetzt habe, passiert gar nichts. Danach habe ich halt wieder die Wahl, ob ich jetzt einen anderen Apprentice einsetzen möchte und sein Aktionstablett nutzen möchte oder ob ich den zum Beispiel hier rüberschieben möchte. Da jetzt schon einer ist, würde mich das einen Fisch kosten. Je mehr Leute stehen, umso teurer wird das. Und dann kann ich meinen Skarabäus hier ein Feld voranschieben und jetzt bin ich auf der Leiste vorangegangen. Das heißt, ich könnte jetzt im Tempel, einfach im Haus des Lebens, drei Schritte vorangehen und dann eine Opfergabe bringen. Oder ich könnte auch ein vorheriges Feld nutzen und könnte sagen, na, ich brauche vielleicht noch eine Opfergabe, weil ich habe schon alle benutzt. Dann gehe ich halt nur einen Schritt, aber kriege auch noch eine so eine neue Opfergabe. Und das ist die zweite Möglichkeit, die ich habe. Also entweder einen so einen Lehrling nehmen, seinen Aktionswert nutzen und ihn hier erstmal irgendwo einsetzen. Dann kann ich ihn halt rüberschieben und hier quasi voranschreiten und die Aktion gleich noch ein bisschen besser ausführen. Und letztlich kann ich eben auch noch mir so ein Aktionstablett hier holen, das ich dann auf meinen Plan lege und das quasi für die nächste Runde vorbereite. Die kosten jetzt eben auch immer Fisch oder teilweise bekommt man auch Fisch. Und man kann auch hier nochmal wieder extra Aktionen ausführen. Das heißt, wenn ich mir jetzt dieses Tablet genommen hätte, dann hätte ich nochmal entweder ein Schiff aktivieren können oder ich hätte einen Schritt auf der Pyramidenleiste gehen können oder ich hätte zwei Schritte im Tempel gehen können. Das heißt, ne, manchmal will man auch bestimmte Aktionen noch machen, die jetzt halt hier nur verfügbar sind. Und dann nimmt man sich hier ein Aktionstablett. Aber das ist ja eins, das ich nächste so noch wieder einsetzen werde, also will ich vielleicht in dem Moment die Aktion, aber das passt gar nicht so super zu dem, was ich gerade machen wollte nächste Runde, dann muss ich ja gucken, was ist mir jetzt zwingend wichtiger und ihr seht ja auch hier diese Symbole drauf, die findet ihr teilweise auch hier auf eurem Playerboard und wenn das Symbol jetzt matcht, ne, also wenn ich irgendwie hier wäre mit meinem Marker und ich würde mir dieses Plättchen hier nehmen, dann würde das Symbol ja matchen. Das heißt, in dem Moment, wo ich das quasi nehme und das hier hinlegen kann für die nächste Runde, dürfte ich dann dem Marker hier eins voranschieben und würde einen Punkt bekommen. Und ein Punkt ist jetzt schon nicht so wenig. Ne? Im Spiel mit 70 Punkten, wenn ich hierüber 2, 4, 6, 7 Punkte machen kann, sind das 10% meiner Punkte. Plus, in dem Moment, wo ich hier hinkomme,
dann kann ich halt einen meiner Skarabäen weiterschieben, ohne die Aktionen auszulösen. Sprich, hier könnte ich mir zum Beispiel den hier aussuchen, dann wäre gleich ein Schritt besser. Das heißt, wenn ich das nächste Mal hier einen Dude einsetze und den dann rüberschiebe, kann ich jetzt halt wieder einen Schritt weitergehen und bin schon einen Schritt weiter, als ich eigentlich wäre und kann die Aktion gleich stärker machen. Also diese Gratis-Skarabäen sollte man immer mitnehmen, wenn man kann. Und das kann ich natürlich in einer fast beliebigen Reihenfolge machen. Ich muss immer als allererstes auf jeden Fall so ein Aktionstablett auslösen, mir einen Lehrling nehmen und mich hier schon mal irgendwie hinstellen. Danach bin ich jetzt frei, ob ich erstmal, ne, ich habe ja jetzt hier eine Lücke, ob ich mir hier erstmal ein neues Aktionstablett nehme, das hier hinlege, vielleicht auch gleich einen Schritt vorangehe, weil vielleicht ist es das Einzige mit dem Symbol, das ich gerade brauche. Und dann kann ich auch gleich nochmal diese Aktion hier auslösen, um vielleicht irgendwas anderes später vorzubereiten. Oder ob ich jetzt halt sage, okay, ich habe den jetzt eingesetzt, habe das Aktionstablett abgehandelt. Ich möchte als nächstes gerne auch jetzt nochmal das hier abhandeln, hier die Glaubenspunkte bekommen, eine Mumie freischalten und mich vielleicht auch nochmal hier hinsetzen. Dann müsste ich auch nochmal extra Fisch dafür bezahlen. Und dann könnte ich jetzt auch als nächstes sagen, ich schieb den hier rüber oder ich nehme hier ein Aktionstablett. Oder ich könnte jetzt auch sagen, hey, ich nehme einfach direkt den dritten, möchte den auch gerne hier einsetzen, weil ich mich richtig hart auf die Schifffahrt spezialisieren möchte. Würde jetzt eben auch das Aktionstablett hier auslösen. Oder ich könnte auch sagen, nee, weißt du was, ich möchte gerne noch hier, das ist noch relativ günstig, mit den Swings möchte ich auch noch ein bisschen was machen. Und dann könnte ich halt sagen, okay, ne, ich habe ja jetzt hier drei freie Plätze, also ich will die Wahl. Als nächstes könnte ich mir entweder hier ein neues Tableau holen, weil das eben dann passen würde und das auch genau die Symbole sind, die ich habe und das gerade irgendwie günstig ist, dann würden die Sachen hier runterrutschen und dann hätte ich jetzt eben auch natürlich wieder die Wahl, ob ich jetzt erstmal das hier mache, dafür einen Fisch ausgebe, dann das mache, hier für einen Fisch ausgebe, dann das mache und mir dann eben halt nochmal die nächsten Tableaus hole. Also ich habe in einer Runde immer 9 Aktionen, weil ich dreimal die Leute hier einsetze und ihre Action-Tablets einsetze. Dreimal kann ich quasi die hier rüberschieben und dreimal kann ich mir hier ein neues Action-Tablet nehmen und damit auch schon mal meine Aktion für die nächste Runde vorbereiten. Und wir spielen ja nur 3 Runden, wo wir immer diese 9 Aktionen machen, die in diese Dreier-Segmente aufgeteilt sind. Aber das muss man halt gut planen, gut koordinieren. Aber es fühlt sich, also bei uns war die erste Runde noch relativ zügig. Die zweite Runde war dann so der Höhepunkt, weil da, ne, hatte man irgendwie ganz viele Synergien, ganz viel, was man sich noch aufbauen wollte. Und in der letzten Runde war klar, jetzt ist es endlich, ich weiß, worauf es hinausläuft. Und dann hat man seine Aktionen teilweise auch schon relativ zügig abgehandelt, aber trotzdem, dadurch, dass die Aktionen auch alle irgendwie miteinander verwoben sind, man hier einen Schritt macht, man da noch einen Vorteil bekommt, der sich wieder hierauf auswirkt, man dann hier einen Auftrag vorbereiten will, woraus dann wieder resultiert, dass ich in der Stadt eine Aktion machen kann, wo ich dann wieder Glaubenspunkte brauche, um die Schriftrolle nehmen zu können. Die Glaubenspunkte würde ich vielleicht hier bekommen, dafür brauche ich aber wieder einen Fisch, um mir das nehmen zu können. Das Plättchen passt irgendwie auch nicht und dann will ich irgendwie hier noch einen Fortschritt machen und muss aber auch das wieder vorbereitet haben, damit ich da dann die entsprechenden Krüge habe und hier müssen auch die passenden Symbole sein, damit ich irgendwie auch Aufträge erfüllen kann, wo ich unterschiedliche Symbole für brauche. Also es gibt da schon eine Menge zum drüber nachgrübeln. Das Spiel ist auf jeden Fall auf dem Komplexitätsgrad, wo es auch die anderen Spiele von ihm waren. Das ist jetzt nicht deutlich seichter. Natürlich, es spielt in Ägypten. Dadurch ist das Artwork einfach ein bisschen mehr Sandfarben. Aber dafür ist es auch schon wieder fast ein bisschen bunt mit diesen Hell-Dunkel-Kontrasten. Und man, also zum Lernen, das dauert schon ein bisschen. Wir haben das gemeinsam gelernt zu dritt und saßen da so 1,5 Stunden mit Regel durchgehen, alles verstehen und dann mussten wir leider ein Video drehen. Das heißt, wir mussten erstmal noch einen kurzen Cut machen und haben dann später weitergespielt, sind aber auch da relativ gut reingekommen. Und jetzt kann ich das Spiel. Ich glaube, ich könnte das Spiel relativ zügig erklären und die Aktionen an sich sind doch alle gar nicht schwer und auch die Vorbereitung, wie man das so, ne, dass man die Aktion überhaupt machen kann, das ist sehr easy. Und das finde ich halt das Schöne bei solchen Spielen, wenn eben einfach so, okay, ich habe 1000 Möglichkeiten mit diesen Aktionen, wie kombiniere ich die so, dass ich da irgendwie jetzt viel rausholen kann, aber die Aktionen an sich nicht das Komplizierte sind, sondern die Verzahnung, die Verkettung, dass ich wirklich ein Optimum da rausholen kann. Und ich habe das mit Karl gespielt und wir haben das unterschiedlich lange gespielt. Also Karl hat, glaube ich, 50% mehr gespielt als ich, weil er einfach viel härter über seine Züge nachgedacht hat und noch guckte so, ah, das wäre jetzt noch das Richtige und wo kriege ich das und das und das und hat da irgendwie 1000 Verknüpfungen gehabt und ich habe auch teilweise geholfen. Er meinte, wenn ich brauche das und wo kriege ich das, ja, ich so, ja, dann gucken wir mal, ich glaube, wir können das da und da machen. Ah, super gut, toll. Hat das Ganze ein bisschen beschleunigt und hat sich auch ausgezahlt. Er hat damit am Ende auch natürlich gewonnen. Das ist klar, wenn man, das ist halt so ein Spiel, das belohnt ist, sich da hart reinzudenken. Also irgendwann hatte Karl die totale Analyse-Paralyse, aber das war halt in einer Situation, wo ich es auch nachvollziehen konnte, wo es auch nicht schlimm war. Und das Schöne ist halt, also natürlich spielen wir gegeneinander, wir wollen mehr Punkte haben, aber wenn jetzt einer sagt, hey, ich will irgendwie gerade das und das erreichen, wie kann ich das machen? Natürlich kann ich darauf hoffen, oh, er sieht es nicht oder ich helfe ihm dann auch sogar dabei. Mein Punkt wieder, Eurogames, wenn ich die kooperativ spielen könnte mehr und mich einfach mehr interessieren würde, was der andere in seinem Zug macht, dann wären viele Spiele für mich ganz persönlich, der jetzt diesen großen Wettstreit nicht so braucht, sondern der es einfach mag, dieses Puzzle, das einem das Spiel liefert, das zu lösen,
Also Koop würden solche Spiele für mich einfach nochmal ganz, ganz, ganz deutlich gewinnen. Aber gut, man kann das halt so machen oder nicht. Aber wenn man halt auch 2, 3 Partien Erfahrung hat und auch wirklich weiß, wie das alles zusammenhängt, dann ist das auch kein großes Problem. Meine Züge waren immer relativ kurz. Dafür habe ich trotzdem relativ gut abgeschnitten. Ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich hier auf diese Pyramiden da hinten gesetzt habe, weil ich halt das mit diesen Mumien ausprobieren wollte. Und da war es eben so, dass man hier auch natürlich gucken muss, wie hängen die Aktionen zusammen, befeuern die sich vielleicht gegenseitig. Schiff liegt hier und hier, das heißt, ne, hier kann ich halt ein Feld mit dem Schiff fahren, aber ich kann es nicht gleich aktivieren. Wenn das irgendwie so verteilt gewesen wäre, dann hätte sich das deutlich mehr gelohnt, weil hätte man Schiffe direkt auslösen können und dann hätte man mit so einer Mumien-Schiff-Strategie auf jeden Fall deutlich besser fahren können, weil es hätte noch 2 Punkte für jede Mumie gegeben. Ich hätte halt Schiffe sofort, ne, auslösen können, hätte also Schifffahrt, Handel, Mumien ein bisschen besser kombinieren können. Und natürlich war es die erste Partie, das heißt einfach, ne, was gemacht und sich gar nicht Gedanken drüber gemacht. Wenn ich aber natürlich weiß, wie das Spiel läuft, dann kann ich eben auch besser gucken, wie ist das hier mit den Mumienplättchen oder auch natürlich, welche Gottheit liegt hier oben aus und welche Plättchen liegen hier vielleicht auch aus, wie kann ich meine Pyramide ein bisschen besser bauen, wie sind hier auch die Aufträge verteilt, welche liegen da, lohnt es sich darauf zu spielen oder nicht und auch mit den Plättchen ein bisschen mehr zu koordinieren, hier vielleicht ein bisschen mehr in der Pyramide zu bauen. Also man kann halt in dem Spiel nicht alles machen, man spezialisiert sich hier schon relativ hart auf bestimmte Aspekte und will dann die anderen so teilweise mal ein bisschen mitnutzen, man macht auch irgendwie gefühlt alles ein bisschen im Spiel, aber ne, die Spezialisierung ist schon sehr wichtig und das sorgt natürlich auch für einen gewissen Wiederspielwert, dass ich einfach sage, okay, jetzt probiere ich mal die Kombination von Spezialisierung aus, in der nächsten Partie gehe ich auf eine andere Kombination, muss eben auch gucken, was sieht für eine Gottheit aus, wie sind hier die Verteilungen und das ist schon was, wo es auf jeden Fall eine große Fanbase für gibt. Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die mögen Spiele auf diesem Komplexitätslevel, also Boardgame-Geek-Rate-Rating so als Referenz. Ich würde das bei so grob 4 einordnen, vielleicht 3,75, vielleicht 4,25, irgendwo dazwischen. Ich glaube, so um die 4 wird sich das am Ende einpendeln und wenn ihr die anderen Spiele von dem Autor schon mochtet und ihr hier mit dem Thema auch irgendwas anfangen könnt, dann wird euch das auf jeden Fall auch gefallen. Und ich meine, allein wenn wir uns das, diese ganzen Holzkomponenten, das finde ich halt auch schon geil. Ne? Wir haben hier halt wirklich so ein kleines Schiff, wir haben dann hier halt diese Sphinxen, wir haben hier so Fischmarker, wir haben hier diese Ankh für diese Glaubensmarker, wir haben hier auch diese tollen screenprinted Mumien, die halt auch noch beidseitig jeweils anders sind. Wir haben hier diese Khufu-Erlaubnismarker, wir haben dann hier diese ganzen kleinen Töpfe dabei, wir haben hier dann noch diese Priesterinnen, wir haben hier diese Skarabäen, die halt auch einfach nochmal ganz eigen sind und na, okay, die Marker hier, okay, ist einfach Steinblöcke, aber das mag ich halt auch, dass es nicht einfach nur alles Holzklötze sind, sondern alles so kleine, wirklich passende Materialien, das ist einfach, da merkt man, da steckt Liebe drin, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und wenn ihr das Spiel spielt, merkt ihr auch, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, weil das dann oftmals doch nicht so passt, wie es jetzt gerade am schönsten wäre und man Lösungen für seine Probleme finden muss. Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel, es hat mir große Freude bereitet, es erfindet jetzt natürlich das Eurogame-Rad nicht neu, das sind alles Dinge, die wir irgendwie schon kennen. Und natürlich auch der Reiz von Partie zu Partie, da ist jetzt nicht so mega viel Abwechslung bei. Klar, ne, diese Mumien, wie schon gesagt, und der Gott, der da oben liegt. Aber ansonsten haben wir schon immer sehr ähnliche Probleme zu lösen. Wir können mal unterschiedliche Spezialisierungen ausprobieren. Es kann natürlich sein, dass sich das, wenn man da so verschiedene Wege mal, ne, gegangen ist, dass sich das irgendwann ausgespielt hat, aber ne, allein da verschiedene Kombinationen von Spezialisierungen auszuprobieren, da steckt man halt 15 Partien rein und wenn es sich dann ausgespielt haben sollte, dann hat man auch durchaus sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt und für die meisten Leute, die jetzt doch gar nicht so mega regelmäßig zum Spielen kommen, ist dann vielleicht auch schon ein Jahr rum, dann kommt vielleicht das nächste Spiel für den Autor und dann kann man damit auch wieder sehr viel Spaß haben. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Stand jetzt, wo das Video rauskommt, sind wir ganz, ganz kurz vor den 30.000. Wenn wir die bis zum Spiel erreichen würden, wäre das mega cool. Und dann sage ich, macht es gut, bis bald. Tschüss.